Gut, dann packen wir's. Jetzt geht's einmal zur Seehütte. Ja, da bin ich ja vor 20 Jahren schon festgefahren mit einem Mountainbike, das eine fürchterliche Geometrie hatte. Extrem kurz, sehr steiler Lenkwinkel. Das ist mein Rätsel, wie ich damit hier runtergekommen bin. Da bin ich praktisch alles durchgefahren. Und da war auch einmal ein Wanderer, der wollte mich nicht vorbeilassen. Der war so langsam, bin ich dann ein besonders schweres Stück hinunter, um ihn zu überholen. Herunter. Mit dem Schotter. Überlebt. Ja, und Puls 150 und das ist nur bergab. Ja, die ersten Regentropfen habe ich schon gesehen. Gut, weiter geht's. Da vorne hat sich ein Freund einmal das Schlüsselbein gebrochen. Wir sind über die Felsen drüber. Also, da muss man immer sehr aufpassen. Ei, ei, ein bisschen eng hier. Ja, irgendwo hier, das ist verletzt. Dann das Rad ins Tal schieben müssen. Das hier ist schon sehr lang gebaut, was meistens Vorteile hat bei solchen rahen Stellen, dann einfach zu lang ist. Okay, wie nimmt man denn? Okay. Juckt, schnell kratzen, solange es noch geht. So, wie fahre ich hier? Oh, der Tini gegangen ist. Boah! Die Stelle war nicht ohne. Okay.
Treppe links zur richtigen. Wobei gerade das rausgekommen. Ah ja, nein, das war manche Fremdstufe. Die Luft kennt sich nicht aus, wo sie hin soll. So, die Seehütte habe ich schon gesehen. Okay, ein bisschen an. Ah, das ist ein geiles Stück. Ich liebe diesen Weg. Aha.